Wer kennt ihn nicht? Den Drunken Master und seine berühmte Kung-Fu-Schule. Er ist und bleibt unerreicht. Diesmal mit seiner Lieblingsschülerin. Samtpfötchen, die Kung-Fu-Katze von Chinatown. Kung-Fu-Technik in allen Variationen, wo auch die Kleinsten auf ihre Kosten kommen. Oder umgekehrt, nach der bewährten Schildkrötenmethode. Was sagst du nun? Ich will nach Hause. Doch Samtpfötchen schafft alle. Wo sie hinschlägt, wächst kein Gras mehr. Samtpfötchen, die Kung-Fu-Katze von Chinatown. Welche Uhrzeit haben wir? Na sowas. Oh. Ich habe meine Uhr verloren. Ist es die da? Ich habe mir nur erlaubt, sie auszuleihen. Erleben Sie den Drunken Master in seinem letzten Film. Samtpfötchen, die Kung-Fu-Katze von Chinatown. Ob als hölzerner Mann oder im offenen Kampf. Samtpfötchen, die Kung-Fu-Katze von Chinatown, weiß sich ihre Haut zu wehren. Mein letzter Wille, eine Frau mit Brille. Hier geht's um heiße Ware. Diamantenschmuggel. Schauplatz Hongkong. Wer gewinnt die Jagd nach den Steinen, die in Schwarzwälder Bonbons versteckt sind? Na du? Meinst du mich? Los, haut zu! Natürlich greift es ein. Das Samtpfötchen von Chinatown. Takedo! Endlich mal ein Film, wo das schwache Geschlecht zum Zug kommt und beweist, dass man auch mit zarter Hand eine harte Kante führen kann. Auf ihn! Samtpfötchen, die Kung-Fu-Katze von Chinatown. Ein Film, den man einfach gesehen haben muss. Demnächst in diesem Theater.